In Teil 3 unserer Tutorial-Reihe Wissenschaftliche Datenbanken zeigen wir euch, wie ihr Fachdatenbanken mit DBIS finden könnt. Wozu Datenbanken nützlich sind und weitere Grundlagen findet ihr im ersten Tutorial. Die UB Gießen bietet euch Zugriff auf über 10.000 Datenbanken aus mehr als 40 Fachgebieten. Mit dem Datenbankinformationssystem DBIS behaltet ihr den Überblick, da die Datenbanken dort strukturiert angezeigt werden und leicht gefunden werden können. DBIS ist also so etwas wie eine Suchmaschine für Datenbanken. Im Vergleich zum Rechercheportal JustFind ist mit den in DBIS verzeichneten Datenbanken eine gezielte, fachspezifische Recherche möglich. Manche in DBIS gelisteten Fachportale bieten Zusatzfunktionen, welche die Suche genauer und effizienter machen. Beispielsweise können mit dem Web of Science die wichtigsten Artikel über die Zitationshäufigkeit ermittelt werden. JustFind umfasst zudem nur einen kleinen Teil der verfügbaren Datenbanken. Zu DBIS gelangt ihr am schnellsten über unsere Homepage www.uni-gießen.de/ub. Klickt im Suchbereich von JustFind auf Weitere Infoquellen. In der nun angezeigten Tabelle wählt entweder die alphabetische Liste oder die Fachübersicht. Wir entscheiden uns für die alphabetische Liste. Nun befinden wir uns schon in DBIS. Macht euch bitte klar, dass ihr mit DBIS noch keine Datenbanken selbst durchsucht, sondern nur die für euch passenden Datenbanken finden könnt. Alle Suchmöglichkeiten findet ihr in der Navigation links. Wenn ihr schon wisst, welche Datenbank ihr benötigt, könnt ihr diese direkt suchen. Es genügt meist, den Anfang des Namens in das Suchfeld einzugeben. In der Regel werdet ihr euch aber zunächst einen Überblick über die vorhandenen Fachdatenbanken verschaffen wollen. Dafür verwendet ihr die Fachübersicht. Wählt hier einfach euer Fachgebiet aus. Zum Beispiel wählen wir Pädagogik. Als erstes werden die Top-Datenbanken des Fachgebiets aufgelistet, bevor das Gesamtangebot alphabetisch sortiert angezeigt wird. Rechts lässt sich anhand der Ampelsymbolik die Verfügbarkeit ablesen. Grün ist das Symbol für die freie Zugänglichkeit der Datenbank über das Internet. Gelb bedeutet, dass der Zugriff nur über das Uninetz mit E-Roam möglich ist. Orange bedeutet, dass zusätzlich noch ein Login oder eine Registrierung beim Datenbankhersteller notwendig sein kann. Daneben gibt es noch Hinweise auf andere Besonderheiten, wie zum Beispiel kostenpflichtige Datenbanken oder nationale Angebote. Nach der Zugangsart kann übrigens auch sortiert werden. Es ist auch die Sortierung nach Datenbanktyp möglich. Welche Datenbanktypen es gibt, haben wir im ersten Tutorial ja bereits erklärt. So könnten zum Beispiel gezielt Volltext-Datenbanken ausgewählt werden, die neben den üblichen bibliografischen Angaben auch die Artikel-Volltexte anbieten. Die Profis unter euch können übrigens auch die erweiterte Suche nutzen. Hier kann man gezielt nach Datenbanken suchen, welche besonders zum eigenen Thema passen. Beispielsweise wollen wir Lehrpläne vergleichen und suchen dafür eine passende Datenbank. Etwas weiter unten in der erweiterten Suche kann man zudem alle Datenbankmerkmale nach Herzenslust zusammenstellen. DBIS enthält übrigens auch fachübergreifende Datenbanken, welche man über den ersten Eintrag in der Fachübersicht oder ganz am Ende in den Listen der Fachgebiete aufrufen kann. Das ist hilfreich, wenn ihr zum Beispiel Zeitungsarchive oder Statistikportale sucht. Wenn euch eine Datenbank nun näher interessiert, klickt einfach auf ihren Namen, um Detailinformationen zu erhalten. Natürlich ist auch gleich ein Link zur Datenbank zu finden, um sie direkt ausprobieren zu können. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, klickt doch mal auf Daumen hoch. Das motiviert uns für die nächsten Videos. Und damit ihr die nicht verpasst, klickt einfach auf Abonnieren. Tschüss und bis bald.